Also, Wen Jingsui und Kong Han, respektive umgekehrt eigentlich, weil man in China den Nachnamen zuerst ausspricht. Und hier haben wir auch Hong Bo Zhao als im Trainerteam schon mit integriert. Mit seinem alten, mit seinem ehemaligen Trainer. Wird also aufgebaut für die neuen künftigen Aufgaben. Strada von die Norota. Also beim Publikum haben die beiden jungen Chinesen auf jeden Fall einen kräftigen Stein im Brett. Das darf festgehalten werden. Ich könnte es mal salopp formulieren. Ich habe so das Gefühl, das wird schon. Das wird, ja, ja. Gell? Also die haben wirklich alle Voraussetzungen, ganz weit nach oben zu kommen. Sie haben den größten Teil der letzten Saison wegen der Verletzung von ihr verpasst, sind zur Weltmeisterschaft zurückgekommen, waren da noch nicht so richtig gut in Form, konnten nicht an die Leistung der Vorsaison anknüpfen. Aber ich denke, jetzt sieht man, die sind wieder in der Spur und da kann man noch viel erwarten, da bin ich sicher. Das sind angenehme Prognosen, definitiv für Shui Wenjing und für Han Kong. Und die trauen sich auch von den Programmen her was zu. Das ist für chinesische Paare nicht normal oder eher ungewöhnlich. Man geht ein bisschen fremd, das ist schön. Kalinka für die Kühe. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass man in Sochi das Publikum hinter sich bringen möchte. Das ist klar. Und La Strada von Nino Rota jetzt für das Kurzprogramm. Aber das kennt man mittlerweile auch von den Chinesen und Chinesinnen, dass sie tatsächlich in der Lage sind oder mittlerweile gerne auch über den Zaun schauen, dass sie auch mal woanders hingehen zum Trainieren. Die beiden trainieren in Harbin.
Das ist jetzt auch nicht einfach, da hat man manchmal nicht den Durchblick. Ja, nicht die beste Sicht. Nicht die beste Sicht. Zumindest hatte man das in der letzten Woche überhaupt nicht, weil man der Winter kommt, die Kohlekraftwerke angeschmissen hat, angeworfen hat und plötzlich hat man nichts mehr gesehen. So kann man als Stadt auch berühmt werden. Ja. Apropos Stadt, St. John, New Brunswick in Kanada. Die Kanadier lieben es, so ein bisschen in die Enklave zu gehen, in kleine Städte zu gehen, wie London, Ontario für die letzten Weltmeisterschaften. Die Amerikaner waren in Detroit, waren Teil der Halle leer. Hier ist das eine kleinere Halle, das ist schöner, atmosphärischer. Das war, ist schon immer so gewesen. Ja. Also auch zu meiner Zeit war die Wettbewerbe bei Skate Canada grundsätzlich immer ausverkauft. Dafür war man halt bei Skate America in größeren Städten, war angenehm, aber die Atmosphäre eben längst nicht so schön wie bei Skate Canada. Da hat der Eiskunstlauf natürlich auch ein unheimliches Standing. Interessanter Trikotsponsor übrigens. Ja. 55-01.